Wisst ihr noch das letzte Jahr, als alle darüber geredet haben, ob Neymar wieder zurück zu Barcelona wechselt, wo Messi sich persönlich dafür einsetzte, dass Neymar quasi wieder zu ihm kommt und sie gemeinsam zusammen spielen könnten? Und jetzt, liebe Freunde, kommt das Unfassbare. In diesem Jahr soll sich das Blatt gewendet haben, laut der Gazzetta dello Sport. Es ist mittlerweile genau andersrum. Neymar soll aktuell darum ringen, dafür bitten, quasi, dass Messi kommen kann. Er soll Messi überzeugen, quasi nach Paris zu wechseln. Zeiten ändern sich, liebe Freunde. Während PSG im Champions League Finale steht, ist Messi nach der 2-8-Schande gegen die Bayern ja wieder in Barcelona zu Hause. Und es gibt große Probleme ja, im Verein, das wissen wir alle. Neuer Trainer, viele neue Spieler gefühlt, die ganze Mannschaft steht zum Verkauf. Es wird ein Riesenumbruch werden, plus man hat Schulden. Es gibt große Probleme in Barcelona für Barca. Es gibt riesige Probleme, die diesen Verein bedrohen und dementsprechend könnte Messi fliehen. Und wie gesagt, wie die Gazzetta dello Sport, eine italienische Zeitung, berichtet, soll Neymar sich persönlich dafür einsetzen, dass Messi quasi zu ihm wechselt. Ist das vorstellbar? Natürlich. Die beiden sind gut befreundet, die beiden haben super zusammen gespielt und wollten es eigentlich immer mal wieder zusammen, quasi zusammen wieder Fußball spielen. So. Und jetzt ist die Möglichkeit da. Und es gibt nur ganz wenige Vereine, die es Messi überhaupt leisten könnten. Einer davon wäre sicherlich PSG. Auf der anderen Seite, liebe Freunde, ob das dann nicht doch ein bisschen too much ist für die Finanzen, Neymar, Mbappé und Messi. Das wäre ein unfassbarer Sturm. Das wäre ein unfassbarer Sturm. Man könnte zum Beispiel Neymar links, Messi rechts und in der Mitte Mbappé stellen. Ja, oder man tut halt einen auf die 10, das geht natürlich auch. Also man könnte Messi und Mbappé quasi vorne nach vorne und dahinter auf die 10 könnte man Neymar, also es wäre ein Sturm, so da würden mir die französischen Verteidiger definitiv dann leid tun in der Liga. Aber ja, ob so viel Geld da ist, das weiß ich nicht. Also da wäre es natürlich schon von den Geldgebern von PSG, aber ob es Financial Fairplay-mäßig, nachdem man 1 Milliarde in den letzten Jahren ausgegeben hat, um jetzt noch Messi holen kann, ob das erlaubt wäre, Freunde, auf der anderen Seite. Ja, wie gut wird das Financial Fairplay überhaupt eingehalten? Hat man ja bei Man City gesehen. Naja, Freunde, naja, was sagt ihr, liebe Freunde? Wäre das vorstellbar? Messi mit Neymar zusammen bei PSG? Eure Meinung in die Kommentare. Zum Talk von gestern, wo PSG weitergekommen ist und Leipzig mal eben weggehauen hat, kommt ihr, wenn ihr in die Mitte klickt, gönnt euch bitte mal den Talk. War wieder emotional, also gebt den euch. Klickt in die Mitte, wir sind später wieder und denkt, haltet den Ball richtig flach.